Was macht Social Media mit unserem Gehirn? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, was macht Social Media mit unserem Gehirn? Ein wichtiges Thema meiner Meinung nach, weil ich denke, dass diese ganze Social Media Entwicklung einen extremen Effekt darauf hat, wie wir auch im echten Leben heutzutage in der Gesellschaft funktionieren. Deswegen bin ich auch einer, der sich immer mehr versucht hat, von diesen Social Media Sachen zu trennen. So, ich mache zwar selber Social Media und verdiene damit mein Geld, aber ich produziere was, ich erschaffe was, hau das raus und verbringe selber kaum Zeit auf Social Media und ziehe mir irgendwelche anderen Sachen rein, weil ich einfach merke, wie uns das von der Realität trennt und oft keinen positiven Effekt auf unser Leben hat. So, wir fangen uns an zu vergleichen und fühlen uns dann eventuell schlecht. Es gibt Menschen, die haben Depressionen nur wegen Social Media. Mobbing und diese ganzen Geschichten sind da extrem vertreten. Social Media kann richtig deinen Kopf ficken und deswegen ziehen wir uns das Video rein. Ich will darauf aufmerksam machen. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren, meine lieben Freunde. Wir gehen rein in den Peter. Let's go. Fast jeder von uns ist süchtig nach Social Media und das verändert auch unser Gehirn. Aber was passiert da eigentlich genau? In diesem Video werde ich euch erklären, wie unser Gehirn durch Social Media verändert wird, welche Gefahren es dadurch gibt und wie es dazu führt, dass wir Dinge wollen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Um zu verstehen, welchen Einfluss Social Media auf unser Gehirn hat, müssen wir uns zunächst einen groben Überblick über die Funktionsweise von unserem Gehirn verschaffen. Eine wichtige Fähigkeit von unserem Gehirn ist es, Informationen zu verarbeiten und zu speichern, um aus diesen dann zu lernen. Damit bilden wir Gewohnheiten, gute und schlechte. Damit Lernen möglich ist, muss unser Gehirn formbar sein, sodass es sich auch noch im hohen Alter anpassen kann auf neue Informationen. Wir nennen diesen Vorgang Neuroplastizität. Damit unser Gehirn weiß, ob wir uns eine Verhaltensweise angewöhnen sollten oder nicht, gibt es ein Belohnungssystem, was dafür sorgt, dass bei positivem Verhalten mehr Dopamin ausgeschüttet wird als sonst. Das hat uns damals zu Zeiten von Jägern und Sammlern beim Überleben geholfen. Heute... Früher haben wir mit Speeren gejagt. Wer weiß noch, Digga, auf der FIBO, Patrick Reiser, Bro, schöne Grüße gehen raus, Langer. Ich küsse dein Herz. Ich bin sehr gespannt, was hier erzählt wird. Das ist ein sehr wichtiges Thema, Freunde. Hört zu. Wird unser Belohnungssystem aber gezielt manipuliert, um uns von schlechten Verhaltensweisen abhängig zu machen. Drogen, Social Media und Fast Food. Durch all diese Dinge fühlen wir uns kurzzeitig gut, aber danach miserabel. Aber wie... Der ist das. Wir müssen diese Spikes, müssen wir versuchen zu reduzieren, so. Weißt du? Diese kurzzeitigen Dopaminausstöße, ohne dass du überhaupt irgendwas wirklich getan hast, so, weißt du? Und da haben wir eben schon wieder drüber geredet und ich erwähne das einfach oft, weil ich glaube, dass gerade bei Männern das ein weit verbreitetes Problem ist mit diesem Pornokonsum, weil dann ziehst du dir was rein, fühlst dich kurzzeitig gut und danach fühlst du dich wie ein Haufen Scheiße, weil du eigentlich gar nichts erreicht hast. Du hast es dir eigentlich gar nicht verdient, so, sage ich mal, weißt du, was ich meine? Sondern löst das aus, indem du einfach anderen Menschen beim Sex zuguckst und das trennt dich extrem von der Realität und das gibt dir Depression. Zu viele Fake-Dopaminausstöße macht dich langfristig depressiv. Deswegen ist es viel besser, langfristig an Zielen zu arbeiten und dann wird ein anderes Hormon ausgeschüttet. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wenn du langfristig Step-by-Step Ziele erreichst, dann ist das auch wie ein Dopamin. Ich glaube, es ist ein anderes Wort. Ich glaube, es ist ein anderes Hormon, was dabei ausgeschüttet wird, aber das macht dich dann auch langfristig glücklicher, so, weißt du? Funktioniert das eigentlich? Und wieso fühlen wir uns nach all diesen Dingen so schlecht? Drogen, Social Media und Fast Food haben alle eins gemeinsam. Sie steigern unsere Dopaminausschüttung. In unserem Gehirn wird konstant Dopamin ausgeschüttet. Dopamin ist zuständig für Belohnung und Motivation. Wenn wir nichts tun, befindet sich unser Dopamin sozusagen auf einer konstanten Basislinie. Unser Serotonin? Kann sein, ja. Kann sein. Dopaminlevel steigt, wenn wir eine Belohnung bekommen und oder Endorphin. I don't know, Bruder. Er wird da, glaube ich, drauf eingehen. Bei gesunden Verhaltensweisen fällt es danach wieder auf die Basislinie. Bei Substanzen, die schlecht für uns sind und eine Sucht hervorrufen, fällt unser Dopaminlevel aber wieder... Siehst du? Das ist genau das, was ich meinte. Die Basislinie. Unser Gehirn merkt, dass wir auf einem niedrigeren Dopaminlevel sind, was dazu führt, dass wir den Drang verspüren, das Suchtmittel wiederzunehmen. Angenommen, du hast einen Knopf und... So kannst du langfristig nur depressiv werden, sag ich dir, so wie es ist. Jedes Mal, wenn du ihn drückst, bekommst du 5 Euro. Du drückst ihn ein paar Mal und fühlst dich super. Wenn wir jetzt die Auszahlung für die nächsten 2 Versuche auf 100 Euro erhöhen, wirst du dich noch besser fühlen. Aber wenn die Belohnung nach den 2 Versuchen wieder auf 5 Euro fällt, wird es sich nach nichts Besonderem anfühlen. So. Sogar schlechter anfühlen als die 5 Euro pro Knopfdruck am Anfang.
Digga, das ist so wichtig gerade. Ich schwör's dir, bitte nehmt euch das zu Herzen, meine lieben Freunde. Das kann euer Leben verändern. Funktioniert Dopamin im Gehirn. Wir haben ein konstantes Basislevel und wenn ein Verhalten belohnt wird, steigt unser Dopamin an und damit auch unser Basislevel. Bei Dingen, die uns einen sehr großen Schub an Dopamin geben und damit auch einen sehr großen Abfall, wollen wir das Verhalten sehr oft wiederholen, sodass wir den Drang verspüren, unserer Sucht nachzugehen. Das ist auch bei Drogenkonsum zum Beispiel so, weißt du, wie ich meine? Für alle, die schon mal Ecstasy genommen haben zum Beispiel, dann bist du eine Nacht oder ein, zwei Tage bist du richtig heftig glücklich und Glücksgefühle werden ausgeschüttet und du bist voll happy, mehr oder weniger. Und dann fällst du in das Loch rein, so. Dann fällst du in das Loch rein, Bro, und das Loch ist richtig tief, so. Und dann werden Leute auch von so einem Scheiß abhängig, weißt du? Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich, deswegen passt damit auf. Das war jetzt ein Extrembeispiel, aber er sagt es ja, das funktioniert auch mit Social Media, mit Pornos, mit Zigaretten, Alkohol und diese ganzen Sachen so. Deswegen, ihr müsst da wirklich aufpassen. Wenn wir es nicht wollen, da unser Gehirn nun an das erhöhte Basislevel von Dopamin gewöhnt ist, wirkt alles andere, was uns vor der Sucht Spaß gemacht hat, nun viel langweiliger. Außerdem müssen wir mehr von dem Suchtmittel zu uns nehmen, um uns genauso gut zu fühlen, da unsere Dopaminrezeptoren eine Toleranz aufbauen, beziehungsweise bei zu viel Dopaminausschüttung immer schlechter reagieren. Jetzt stellt euch das. Von Ecstasy wird man nicht abhängig, weil wenn man das zu oft nimmt, wirkt es nicht mehr. Ja, also bei mir persönlich, ich habe aufgehört, das zu nehmen, weil ich genau das, was er gerade erklärt, dabei auch gemerkt habe. Diese Downphase und dieses Depri-Sein danach für ein, zwei Tage und nicht mehr richtig klarkommen. So, warum soll ich mir das antun? So? Weißt du? Dann habe ich lieber ein konstant glücklicheres Leben ohne diesen Spike und dann wieder ganz tief zu fallen. So, weißt du? Das fühlt sich viel, viel besser an. Bei TikTok vor. Angenommen, wir scrollen auf TikTok und sehen ein Video, was uns gefällt. Dann wird Dopamin ausgeschüttet. Wir scrollen weiter. Wenn ich schon sehe, diese Mädels da am Tanzen, Bro. Jedoch sind die nächsten drei Videos kompletter Müll, was dafür sorgt, dass unser Dopamin wieder unter die Basislinie fällt. Nach dem dritten TikTok kommt nun wieder ein gutes und es wird wieder Dopamin ausgeschüttet. Damit TikTok spannend bleibt und nicht nach 5 Minuten langweilig wird, ist nicht jedes TikTok, was du siehst, gut. Und das wurde auch bewusst in den Algorithmus eingebaut. TikTok macht krass. Genauso leichtsüchtig wie... Ich habe gehört, die Leute... Die für TikTok arbeiten, marketingtechnisch, die wurden quasi rekrutiert von Glücksspielunternehmen. So, hier wird es gerade sogar quasi bildlich dargestellt. Glücksspielunternehmen haben dieses, wie der Algorithmus funktioniert, haben das optimiert quasi. Spiel. Bei einer Slotmaschine drückst du einmal auf einen Knopf und du hast eine kleine Chance, etwas zu gewinnen. Manchmal gewinnst du gar nichts, manchmal einen Teil vom Einsatz und in ganz seltenen Fällen gewinnst du mehr, als du eingesetzt hast. Dadurch, dass man in den meisten Fällen nichts bzw. nur wenig gewinnt, steigert das die Sehnsucht nach dem großen Gewinn. Desto länger dieser Kreislauf seine Runden dreht, desto schlechter fühlen wir uns am Ende. Das kann sogar zu depressionsähnlichen Zuständen führen. Bei depressiven Menschen ist im Gehirn auch die Basislinie an Dopamin sehr weit unter einer gesunden Stufe und dadurch fühlt man sich dann depressiv. Die Symptome von einem Überkonsum an Social Media und Depressionen überschneiden sich auch an vielen Stellen. Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, gedrückte Grundstimmung, Interessenverlust und verminderter Antrieb. Ich würde sogar sagen, dass für die Dich reizt halt nichts mehr, wenn du dir die ganze Zeit diese Reizüberflutung reinziehst auf TikTok und so, dann reizt dich halt im echten Leben nicht mehr wirklich was so, weißt du? Und dann fühlst du dich nicht mehr so, als ob dein Leben überhaupt so lebenswert ist, sondern verfrachtest dein Leben dann nur noch auf Social Media und auf die Dinge, die dir so eine konstante Reizüberflutung geben. Und wenn du das zu lange tust, dann kannst du gar nicht mehr richtig im normalen Leben leben. Ich glaube, die Kids heutzutage, wenn du die mal einfach in den Wald packst, so die sagen, was soll ich jetzt hier machen? Wo ist mein TikTok? Wo ist mein Handy? Ich will Stories gucken. Ich will entertained werden. Aufmerksamkeitsspanne von der TikTok-Generation ist auf 8 Sekunden oder so, weißt du? Das ist... It's crazy. Den meisten Menschen TikTok weitaus schlimmer ist als Drogen oder Glücksspiel. TikTok und Glücksspiel funktionieren an sich fast gleich. Nur, dass wir hier nicht mit unserem Geld bezahlen, sondern mit unserer Aufmerksamkeit und Zeit. Ich denke, alle, die schon mal TikTok hatten oder auf irgendeiner anderen Plattform mit Kurzvideos Zeit verbracht haben, wissen, wie schnell man eine Stunde nur auf TikTok verschwenden kann. Und auch wie... Niemals, Digga. Fuck that shit, bro. Fuck that. Wer von euch benutzt TikTok? Eins in den Chat. Ich bin da raus. Ich war nie drin, ich habe mal ein bisschen was gepostet und so und ich werde es in Zukunft eventuell auch wieder tun. Einfach die Sache, die ich auch bei Reels oder bei YouTube Shorts poste, da auch posten, aber ich konnte nie TikTok konsumieren. Es ging einfach nicht über meine Seele. Alles hat mich davon abgehalten, das zu tun.
1, wenn ihr TikTok nutzt, 2, wenn nicht. Benebelt sich dann der Kopf anfühlt. Aber wieso wird durch TikTok unsere Aufmerksamkeit so schlecht? Müsste sich unsere Konzentration nicht eigentlich verbessern, wenn wir die ganze Zeit durch Kurzvideos scrollen? An sich verbessert sich unsere Fähigkeit, uns für ein paar Sekunden auf ein Video zu konzentrieren und dann wieder für ein paar Sekunden auf ein anderes Video. Aber unsere Fähigkeit, uns für längere Zeit zu fokussieren, nimmt stark ab. Das Problem ist, dass wir außerhalb des Internets, also im echten Leben, uns meistens eher für längere Zeit fokussieren müssen und da bringt uns eine kurze Aufmerksamkeitsspanne nur Nachteile. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass ein höherer Social-Media-Konsum mit ADHS-Symptomen in Verbindung gebracht wird. Das ADHS-Thema wäre nochmal ein Thema, was wir separat behandeln können, so weißt du, wie ich meine? Das ist für mich keine Krankheit. Ja, könnte sein, dass jemand Aufmerksamkeitsprobleme hat durch die Entwicklung der Welt, aber ADHS ist eine Sache, die richtig gefährlich ist für die Kids und ich glaube, die Diagnosen, die da teilweise machen für Kids, die einfach ein bisschen aktiver sind als andere und die dann mit Tabletten vollstopfen, so dass das versaut deren Leben erst richtig, so ist so. Die meisten Social Media Apps kosten kein Geld, um sie zu benutzen. Sie werden durch Werbung finanziert. Trotzdem bezahlen wir mit einer anderen Währung. Wenn wir uns nur 3 Sekunden lang konzentrieren können, dann fehlt uns auch die Fähigkeit, tiefer und länger über Entscheidungen nachzudenken und das nutzen die Hersteller bewusst aus. Unsere Entscheidungen werden impulsiver. Wir können einfacher dazu verleitet werden, Dinge zu kaufen, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber was für Konsequenzen hat Social Media Sucht außer einer verminderten Aufmerksamkeitsspanne? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Drogen, Fastfood und Social Media Sucht. Die Erreichbarkeit. Um auf Social Media zu gehen, musst du einfach nur dein Handy anschalten und die App öffnen. Um an Drogen zu kommen, musst du wahrscheinlich auf illegalem Weg Drogen kaufen. Natürlich sind die Körper... Oder du lebst in einem Land, wo zum Beispiel Marihuana legal ist, was ich auch nicht wirklich als Droge zählen würde. Wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Die Folgen von Drogen in den meisten Fällen sehr viel härter. Aber beide Süchte zerstören unser Leben. Inzwischen liegt die durchschnittliche Bildschirmzeit in Deutschland bei 3 Stunden pro Tag. Crazy, bro. Wie viel könnten wir tun, wenn wir nur 1 Stunde davon pro Tag einsparen würden? Inzwischen ist es in unserer Gesellschaft normalisiert, viel Zeit auf Social Media zu verbringen. Man will ja nichts verpassen und muss mit jedem in Kontakt bleiben. Aber würde man wirklich... So brutales Haze ist schon eine Droge. Richtig geiles Weed ist was Heiliges. Bruder, dieses Haze-Scheiß aus Deutschland fühle ich auch sowieso gar nicht, Digga. Weißt du? Wenn, dann bin ich auf naturaler Basis. Es muss selbst entweder selbst gepflanzt sein oder aus dem Dschungel kommen und so. Ich mag diese präparierte Scheiße. Die fickt deinen Kopf wirklich und es geht auch brutal auf die Psyche. Gebe ich dir recht. Hast du recht, mein Jutster. So viel verpassen, wenn man statt 3 Stunden nur 30 Minuten am Tag auf Social Media unterwegs ist? Dadurch, dass es so einfach ist, eine App zu öffnen und man körperlich keine direkten Konsequenzen... Das ist so einfach geworden, weißt du? Und wenn ich mir das anhöre über Social Media, so das gleiche Video sollte er eigentlich auch nochmal über den Pornokonsum machen, weil das ist ähnlich und glaube ich sogar für Männer noch schlimmer als Social Media, so weißt du? Weil du wirklich jeden Tag mit einem Mausklick den Zugang dazu hast, so. Und das dich so krass trennt von der richtigen, echten Beziehung zu der Frau, das ist crazy. Wenn du aufhörst, einfach, wenn du jahrelang zum Beispiel pornosüchtig warst, und die meisten Männer sind pornosüchtig, der erste Schritt ist, sich das mal einzugestehen, dass das eine Sucht ist und dass das nicht normal ist, sich 3-4 Mal die Woche auf Pornos selbst zu befriedigen. Und wenn du damit aufhörst, wirst du schon nach 1-2 Wochen merken, wenn du dann mal echten Sex hast, wie das ganz anders ist, weil du die Reize und du spürst alles ganz anders. Also das echte Leben wird einfach viel geiler, wenn du aufhörst, deine Befriedigung aus dem Internet zu holen. Egal auf welcher Ebene. Es ist sehr viel einfacher, in eine Abhängigkeit zu geraten. Muss man wirklich jeden Tag über alles in der Welt informiert sein? Ich denke, es gibt zwar wichtige Dinge, über die man informiert sein sollte, aber wer schaut sich TikToks an, um sich weiterzubilden? Aber was sind die Folgen von Social Media Sucht für das Individuum? Stellen wir uns das Szenario. Wer schaut sich TikTok an, um sich weiterzubilden? Ja, ich glaube, da, wo die App herkommt, wird das in dem Zwecke auch genutzt. So, da gibt es ja ganz, also China, gibt es ganz andere Algorithmen. Die Kids ziehen sich ganz anderen Shit da rein. Und wenn du Umfragen dir anschaust und so, die sind auch ganz anders eingestellt, was zum Beispiel Jobauswahl angeht und so. Also es gibt ja Länder, wo das nicht legal ist und die Kids sind auf jeden Fall nicht so beeinflusst und nutzen Social Media mehr auch für sich, um sich weiterzubilden. Und ich persönlich verbringe vielleicht einmal die Woche 10 Minuten, 15 Minuten
auf Instagram Reels und ziehe mir dann aber nur Sachen rein von heftigen Leuten, Mann. Alte Videos von Malcolm X, keine Ahnung, Mike Tyson, Digga, Bruce Lee, Motivationssachen, Eric Thomas, so Dinge, die mich inspirieren, die mich pushen, die mich motivieren, die in mir was auslösen, so, weißt du? Vor. Wir sind 3 Stunden am Tag auf Social Media unterwegs und während dieser 3 Stunden bewegen wir uns nicht, haben wahrscheinlich eine schlechte Haltung und achten gar nicht auf unsere Ernährung. Wahrscheinlich snacken wir nebenbei noch irgendwas. Nur weil die Folgen von Social Media indirekt sind, heißt es nicht, dass sie nicht mindestens oder sogar noch schlimmer als direkte Folgen sein können. Durch unsere schwindende Aufmerksamkeitsspanne gibt es noch eine weitere indirekte Folge. Unsere Fähigkeit, Gespräche zu führen. Dadurch, dass wir so eine schlechte Aufmerksamkeit haben. Ich schwör's dir, wenn ich mir diese neue Generations-Streamer reinziehe aus Amerika, so die von so jung sind, die jetzt gerade so 19, 20 sind, bruv, die können nicht normal mit einem reden. Die können, das ist so crazy, das zu beobachten. Die sind so hektisch und so nervös, die können nicht 10 Minuten über ein Thema normal mit jemandem reden. Die ganze Zeit in unseren eigenen Gedanken verloren. Tiefe Gespräche mit Menschen, die man gern hat, werden dadurch immer seltener. Was dazu führt, dass wir uns einsam fühlen, obwohl wir nicht allein sind. Ist das nicht super komisch? Wir sind so vernetzt wie noch nie, aber zugleich auch so einsam wie noch nie. Heutzutage konsumieren wir alle viel zu viel Social Media und darunter leidet vor allem unsere Aufmerksamkeitsspanne, was uns fast zu Zombies macht, die alles kaufen. Ja. Was große Versprechungen und ein gutes Marketing hat, ohne ernsthaft darüber nachzudenken, was wir da eigentlich tun. Ich denke, die meisten Menschen würden sehr stark davon profitieren, weniger Zeit auf Social Media zu verbringen und dafür mehr Zeit im echten Leben zu verbringen. Facts. Gutes Video, Digga, ne? Der Sven Langer, guter Mann. Stark, Bro. I like that very much, man. Erstes Video von dem Cousin, was wir uns reingezogen haben. Auch ein kleiner Kanal. Liebe geht raus auf jeden Fall. YouTube, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Fühlt euch gedrückt und geliebt vom Lovelock. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace, Eutchen, Alter. Da sind wir angekommen, meine lieben Freunde. Schön Trend von Social Media. So. Hört auf damit. Zieht euch nicht den ganzen Tag irgendwas auf Social Media rein. Es tut euch nicht gut. Es tut euch einfach nicht gut. Außer es ist Leon Lovelock. Dann ist alles gut. Ja? Also wenn ihr hier auf Twitch seid, wenn ihr euch meine Instagram-Sache reinzieht oder so, dann seid ihr auf der sicheren Seite und es ist nicht so viel, weißt du? Es sind täglich vielleicht ein paar Minuten und danach Handy einfach ausschalten. So. Alle anderen entfolgen und schön Dings bleiben hier. Schön loyal bleiben mir gegenüber. Hier gibt es auch so Informationen, weißt du? Ich teile sowas mit euch und ich denke auch, dass mehr Leute anfangen sollten, wieder mehr Dinge im echten Leben zu machen. Bisschen in der Natur spazieren gehen, mal irgendwie, keine Ahnung, seine Mutter oder seine Großeltern besuchen gehen, mal ein Käffchen trinken, mit denen normal unterhalten, mal Handy zur Seite legen, mal zu Hause lassen auch. Mal wirklich nur im echten Leben sein, so. Liebe und habe immer noch diese Tage in meinem Kopf, wo ich keinen Strom hatte und kein Netz hatte und alles nicht benutzen konnte und dann gezwungen war quasi, im echten Leben stattzufinden. Und am Anfang bist du erstmal schockiert und denkst, oh shit, was soll ich jetzt hier machen, Alter, echtes Leben, okay, crazy. Und dann merkst du schon nach ein paar Stunden, wie geil das ist, wie entspannt das ist, wie locker das ist, wie nicht mehr irgendein Endgerät, was du in deiner Tasche trägst, irgendwie einen Effekt darauf hat, wie dein Leben läuft oder wie du dich fühlst gerade so. Weißt du? So.